Lauf doch gegen! Ja, mach ich doch. Ich hab nach links gedrückt. Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu The Prince, Prince of Persia, The Lost Crown. Und ja, wir waren beim letzten Mal rechts lang, diesmal gehen wir links lang. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas erreichen können. Oh, sieht hier schön aus. Wir haben dich aufgenommen und zu einem Unsterblichen gemacht. Waram sah viel in dir. Du hast dich gegen uns gewandt. Nope. Waram treibt einen Keil zwischen uns. Auf gewisse Weise hast du Persien einen Gefallen getan. Hm? Was soll das heißen? Hungersnot, Dürre, Unruhe unter Satrapien, Verlust persischer Soldaten? Die Blutlinie von Königin Tomiris ist unfähig zu herrschen. Das Volk verdient Besseres. Das Volk verdient jemanden wie Waram. Nur der Weiße Löwe kann den Stolz Persiens wiederherstellen. Das sind doch nicht mehr alle. Kehre zurück zu Vernunft, Würde und Bestimmung, Sargon. Menolias, warte! Wo ist denn der jetzt hingehüpft? Da oben ist gar nichts. Die cheaten doch alle. Wie komme ich da hoch? Gar nicht, ne? Ich komme runter wahrscheinlich, ja? Ich könnte unten lang. Ich glaube, das mache ich auch mal. In der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist. Alter. Jetzt ernsthaft? Das wollt ihr von mir komplett in einem durch? So schnell. Dass ich das geschafft habe, grenzt an ein Wunder. Hätte eigentlich fast schon einen Checkpoint verdient, ey. Ja. Ich bin zu blöd dafür. Alter. Oh, spring doch einfach mal gegen. Oh, lauf doch gegen. Ja, mach ich doch. Ich hab nach links gedrückt. Jetzt da hoch oder da unter? Oh, es war so gut. Ah.
Ich habe nach unten. Ich werde ungeduldig. Danke. Du musst das Ganze nur andersrum denken, ne? Kriegen trotzdem mal was. So. War das jetzt die Abkürzung, die ich haben wollte? Nein, aber... So. Da lang? So jedenfalls nicht. Oh nein, ich sehe schon, wie ich da lang komme. Oh. Ihr seid doch eklig. Ihr seid doch hässlich. Warum komme ich da nicht lang? Da komme ich also nicht lang, weil das Spiel es so möchte. Okay. Da oben ist auch noch irgendwas. Da oben ist es. Was? Keine Ahnung, was da ist. Wir gehen einfach mal weiter. Hier würde es jetzt runtergehen. Hundertprozentig kann ich hier dann eine Kopie von mir erzeugen. Das geht ja gar nicht anders. Dafür brauche ich erst was. Weil da hoch komme ich nicht, weil ich dafür erst eine Kopie brauche. Und ich kann keine Kopie erzeugen, also es müsste dann die R-Taste sein. Das heißt, dann gehen wir jetzt einfach mal runter. In der Hoffnung, da das Richtige zu finden. Heiliges Archiv. Heiliges Archiv klingt ja schon mal nicht schlecht.
nicht stehen. Warum? Kann ich auch stehen. Hier kann ich durch. Die Legende von der Schlange, dem Vogel und dem Sand. In den Tiefen von Kaff warten sie gespannt, gefangen, lauernd in der Dunkelheit gebannt, von Menschen vergessen, ihrem Leid vermacht, lange schlafen im Schleier der Nacht. In diesem uralten Sand, in zeitlosem Schlaf, träumten sie vom Tag, da sie zurückkehren darf. Ihr Wunsch nach Freiheit, nach Beute und Jagd und nach Rache, die alles andere überragt. Ihren Zorn auf Simurgh gerichtet, wenn zum Triumph Asdaha sich verpflichtet. Aber Asdaha haben wir doch schon erledigt. Wie weit geht denn das hier runter? Hier ist nichts weiter. Ah, ich wollte gerade sagen, ernsthaft. Ach, der ist ja schnell unten. War schon auf der Hälfte da, hä? Hier könnte ich jetzt weiter runter oder nach links? Oder nach rechts? Ich brauche den Schlüssel. 100%ig vom Archivar. Ich bin hier! Vater, kommst du zu mir? Warte! Oh, siehst du mich, mein Freund? Du bist noch wie ein Stein, der übers Wasser hopst. Ich weiß, die Welt um mich herum verändert sich. Was ist dir widerfahren? Wo ist dein Vater? Er war bei mir. Ich höre Vaters Stimme, doch sie wird schwächer. Hilfe! Es zieht wieder an mir! Hilfe! Konzentrier dich. Ganz ruhig. Es darf dich nicht beherrschen. Hilfe! Denk einfach dran, dass die Kraft dir dient. Und weg ist er. Okay, aber wir können immer noch weiter runter. Da komme ich ja nur zurück zu dem Punkt, aber ich will ja nach links, aber links geht nicht, weil ich dafür, warte mal, für links, ah ja, den Schlüssel brauche. Wow. Das war risky. Wieso hat er den Transport jetzt übersehen? Keinen Sinn. Oh, hier mal wieder was zum Lesen. Schreiben 2. Geliebte Mutter, bitte vergib mir, dass ich dir so lange nicht mehr geschrieben habe. Meine Arbeit unter Meister Benham hat mich jeden Augenblick meiner Zeit gekostet. Ich muss dir bedauerlicherweise mitteilen, dass eine Reise zu unserem Familiensitz für mich derzeit unmöglich ist. Meister Benham hat die überragende Bedeutung unserer Arbeit im Archiv erkannt und seine Zustimmung verweigert. Die Aufgabe, die mir anvertraut wurde, erfordert, dass ich an seiner Seite verweile. Meister Benham hat in letzter Zeit eine Verwandlung durchgemacht, eine Verwandlung, die durch die Entdeckung des Buches ausgelöst wurde, das ich in meinem letzten Schreiben erwähnt hatte. Bedauerlicherweise gab es nur wenig Informationen über den Inhalt preis, abgesehen von seinem Titel, das Buch des grenzenlosen Wissens. Ich muss zugeben, dass ich schon während meiner akademischen Laufbahn von diesem literarischen Artefakt gehört habe, doch mein ehemaliger Mentor weigert sich, Details darüber zu offenbaren. Reue trübt nun meinen Geist, da ich auf diesen mystischen Foliant gestoßen bin. Einst glaubte man, er sei nur ein Mythos, und nun befindet er sich in unserem Besitz, ein unvollständiges Werk mit tausenden leeren Seiten. Meister Benham, der von einer unstillbaren Begierde besessen ist, findet sich in den Fängen dieser rätselhaften Macht dieses Werkes wieder, dessen Reiz jeder seiner Gedanken durchdringt. Ich hoffe, dass in unserem Zuhause Frieden herrscht, voller Liebe. Dein Gaulas.
Und die nächste Karte kaufen. Yep. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Information. Dann mal die nächste Karte. Unten sind auch Sachen, hier oben sind auch noch Sachen. Da brauche ich diese Dreiecksdinger da. Komme ich daher? Hallo, Sargon. Wie bist du? Ah, ja. Du kennst viele Wege. Du hast viel gelernt seit unserem ersten Treffen. Das ist zu viel des Lobs. Bevor König Darius das Archiv für alle geöffnet hat, war es ein sehr geheimer Ort. Haben die Magier es verwaltet? Hm, gewissermaßen. Anfangs hat ein gieriger alter König die Magie im Archiv eingesperrt. Wie hat er das gemacht? Psst, hör zu. Er stahl Schriftrollen mit seltenen Zaubern darauf. Die Magier konnten nicht zulassen, dass sie jemand bekommt. Selbst ein König. Hä? Konnte er sie lesen? Oh nein, so helle war der alte König nicht. Sie waren nur ein Köder. Sobald sie das Archiv betraten, sperrte er sie ein. Dort mussten sie bleiben und für ihn Magie wirken. Nach seinem Tod kümmerten sie sich weiter um das Archiv. Und König Darius war viel netter. Hm, ist irgendwas davon wahr? Wer weiß schon, was wahr und was Legende ist. Okay, also Schriftrollen klauen. Aber, hier wieder, es geht nicht weiter. Das war knapp. Moment, stimmt, hier ist ja auch noch. Hier war ich ja noch gar nicht. Ha! Grob gemeißelte Statue. Eine grob gemeißeltes Abbild von Kamrosch. Gravur besagt für meinen neugeborenen Sohn. Irgendwas? Konnte ich hier oben noch irgendwas bekommen? Schriftrolle hatte ich schon gelesen. Hier war doch der Kampf, ne? Gegen einen meiner Dubel, ne? Genau. Schauen wir mal, ob ich nach unten komme. Okay, sind wir hier. Aber auch hier werde ich nicht wirklich fündig. Hier lang. Oh Mann. Yay! Na, wenn das hier nicht nach dem Kampf schreit. Au! Oder einfach nur noch ein Geistergefäß. Na super.
geht es runter? Wie komme ich denn da runter? Da oben ist auch noch was. Ah, ich bin so doof. Ich wollte nach oben gucken und nicht drücken. Okay. Das heißt, dann kann ich jetzt hier nach links und da wieder hoch. Okay. Geistergefäß. Wieder nach oben, ne? Okay, dann würde ich sagen, seht ihr im nächsten Part, wie es weitergeht. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö.